Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Tja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich bin auch wieder da. Ich war ein bisschen krank, bin's immer noch, aber gut auf dem Wege der Besserung. Freue mich, dass ich wieder hier sein kann heute Nacht und freue mich, dass wir uns unterhalten können. Wir haben eine freie Themennacht heute, das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Dunja und Dunja ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Dunja. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist der Mythos vom vaginalen Orgasmus. Der Mythos vom vaginalen Orgasmus. Genau. Warum ist das ein Mythos? Ja, das ist der Mythos. Also erstmal eine kleine Vorgeschichte. Und zwar höre ich das immer wieder in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass sich also Frauen darüber beklagen, dass sie irgendwie, also direkt beim Geschlechtsverkehr, nicht zum Orgasmus kommen. Mhm. Und dass sie halt einfach gar nicht wissen, also weil es gibt ja diesen sagt ihr bestimmt auch was, der Begriff klitoraler und vaginaler Orgasmus. Sagt mir auch was, ja. Genau, dass es diesen vaginalen Orgasmus im Prinzip halt eigentlich gar nicht gibt. Aha. Weil in der Vagina selber halt einfach nicht genügend Nervenstränge vorhanden sind. Mhm. Und dass der Orgasmus geht ja vom Kitzel, also vom von der Klitoris aus. Die Klitoris ist ja praktisch das, was also beim was bei den Männern der Penis ist, ist so. Ja irgendwie bei den nur Frauen. In kleinen dann, ne? Genau, ja. Nur kleiner und irgendwie ja, was heißt, regt mich das auf, aber das wird in vielen also selbst in Fachbüchern und so irgendwie falsch hingestellt und ich finde das einfach nicht in Ordnung, weil ich auch immer wieder höre. Also du sagst, dieses ganze Gerede von dem vaginalen Orgasmus ist Unsinn. Genau. Und so, das sagst du auch aus eigener Erfahrung. Da sage ich aus eigener Erfahrung und ich habe mich halt auch lange mit dem Thema beschäftigt. Inwiefern? Außer auch irgendwie beruflich oder? Also ich studiere Pädagogik und ach so. Bin schon sehr so auf frauenzentrierten Themen. Also da beschäftige ich mich schon sehr mit und halt auch mit der Sexualität. Und naja gut, und wenn man da so ein bisschen anatomische Kenntnisse hat, dann leuchtet das natürlich auch ein. Bloß das wird immer wieder falsch dargestellt, egal. Also wer stellt das denn eigentlich falsch dar? Von welcher Seite kommt das? Medien, ne? Irgendwie öffentliche Seiten halt. Naja, Medien, öffentliche Seiten. Naja, sei es Fernsehen, überall hört man das. Ja. Es zentriert sich immer nur auf den Geschlechtsverkehr selber, ja, wenn ja. es um Orgasmen geht. Und das ist halt bei der Frau einfach nicht so. Ich meine, ich sag nicht, natürlich, wenn man in einer ganz bestimmten Stellung ist, wo der Kitz da natürlich gereizt wird, dann geht das natürlich auch beim Geschlechtsverkehr. Ne? Aber es geht halt einfach nicht von der Scheide aus. Wie kommt das, dass du dich da so intensiv mit beschäftigst? Weil ich habe das früher also selber lange Zeit nicht gewusst. Also ich bin jetzt mittlerweile 28. Ich war ja auch mal ein bisschen jünger und hab halt auch bei mir festgestellt, dass es irgendwie nicht funktioniert beim Geschlechtsverkehr, weil ich dachte es auch immer. Und ja, bis ich dann halt mal darauf bis ich mich quasi damit abgefunden habe, dass es halt nur über Reizung des Kitzlers geht. Und bin dann irgendwann auf Literatur gestoßen und so weiter und so fort. Ja. Und ja, dann war mir das Ganze natürlich auch klar. Und ich finde es halt super schade, dass so viele Frauen oder auch Männer natürlich, ne? Männer, aber sehr, ne? Ne, überhaupt nicht Bescheid. Ja, ja. Und ich sonst weiß nicht, müssten nicht so sehr viele Frauen ohne Orgasmus leben. Genau. In jahrelangen Ehen. Genau. Zum Beispiel. Wie sind denn so die Reaktionen, wenn du mit Frauen oder mit Freundinnen intim über dieses Thema redest? Was sagen die dazu? Teilen die deine Auffassung oder gibt es da auch Auseinandersetzungen? Nee, die teilen schon meine Auffassung. Also teils natürlich. Also ich hatte neulich erst eine Freundin im Bekanntenkreis. Ja, die hatte mir das halt, ich kenne die noch nicht so lange, ist jetzt mittlerweile halt eine gute Freundin von mir und da kam ich mit ihr auf das Thema zu sprechen und sie dachte schon, dass da mit ihr was nicht in Ordnung ist und dann habe ich ihr das halt so erzählt und dann meinte sie ja wirklich und das gibt's doch gar nicht und warum ich das denn wüsste und warum sie das nicht weiß und dann meinte ich, ja, da kann ich jetzt auch keine Antwort so drauf geben und naja, dann haben wir halt drüber gesprochen, da sagte sie, sie findet das ja echt phänomenal, ne? Und hat das dann erstmal weitergetragen. Also es ist halt teils, einige wissen's, ich glaube, es sind auch über
überwiegend die Frauen, die es wissen, die sich also früher halt selber oder überhaupt selber befriedigt haben. Ja, und die sich natürlich auch sehr mit ihrem eigenen Körper auseinandersetzen. Ne? Genau. Nun bist du ja schon in dieser Beziehung eine Fachfrau, die sich zumindest sehr damit beschäftigt. Was würdest du denn jetzt an dieser Stelle, wir haben ja die Möglichkeit jetzt zu informieren, auch die Männer zu informieren, was würdest du den Männern raten, wie sie am klügsten und am besten mit ihren Freundinnen im Bett umgehen sollten? Ja, ich würde erstmal sagen, ich meine, vorausgesetzt, die Frauen kennen sich mit ihrem Körper aus, dass da erstmal... Das ist ein wichtiger Satz, ne? Das ist immer die Voraussetzung, ne? Und vor allen Dingen Kommunikation, ne? Dass man da also als Frau nicht liegt und, weiß ich nicht, sich nicht beteiligt, sondern dass man dann auch schon mal darauf hinweist, dass es da halt auch noch einen Kitzler gibt, der dann auch befriedigt werden möchte. So eine Technik, hast du noch einen Techniktipp, einen ganz konkreten Techniktipp? Nee, den habe ich nicht. Es gibt ja viele Möglichkeiten, ob es die Zunge ist oder der Finger oder irgendwelche anderen Sachen. Aber du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt. Bevor die Männer das richtig machen können, müssen die Frauen auch stimmig mit ihrem Körper sein. Ne? Genau, und sehr viel über ihren Körper wissen und auch sehr viel Spaß haben können mit ihrem Körper. Ne? Ja, genau. Aber ich denke, viele Frauen scheuen sich einfach noch, sich da mal selbst ein bisschen anzufassen. Ne? Ja. Leider Gottes und mir immer unverständlich, wenn ich das hier auch höre. Ja. In der Sendung. Ja, finde ich auch. Also Mythos, vaginaler Orgasmus. Genau. Ne? Mythos. Ich danke dir für die Aufklärung. Wir haben alle sehr, sehr intensiv zugehört. Okay. Und manch eine Frau wird sicher sich jetzt die einen oder anderen Gedanken machen und Konsequenzen ausziehen. Genau. Und ansonsten vielleicht mal irgendwie auch Literatur besorgen. So, und die Literatur gibt es im Fachhandel, im Frauenbuchladen. Genau. Gibt es da schon ganz schöne Bücher. Ach, Unmengen. Viel zu viel vielleicht manchmal sogar, dass man gar nicht weiß, wo man zugreifen soll. Genau, mit Zeichnungen und so weiter und so fort. Ich danke. Du bist Studentin, sagst du, ne? Ja, genau. Ja. Danke für deinen Anruf. Okay. Also alles Gute. Alles klar, dir auch. Wiederhören. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, meine heiße Nummer hier ins Studio. Und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Hier live im Radio bei uns live und im WDR Fernsehen. Dieter, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, grüß dich. Ich bin's, Dieter. Ja, hallo. Das ist schön, dass du es bist. Was ist dein Thema, Dieter? Erstmal gute Gesundheit wünsche ich dir. Danke, sehr lieb, sehr lieb. Ja, das ist okay. Und zwar ist mein kalter Sex. Kalter Sex? Ja. Kalter Sex. Mhm. Ich kenne kalte Bauern, aber kalter Sex kenne ich nicht. Was ist kalter Sex? Kalter Sex heißt Sex im Winter. Draußen in der Öffentlichkeit, auf dem Balkon und... Das verstehe ich. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Sex in der Kälte. Genau. Meinst du? Ja. Bist du so jemand, der gerne Sex in der Kälte, auf dem Balkon, im Schnee, gar im Eis hat? Auf sowas fahre ich voll ab. Ist das wahr? Erzähl uns ein wenig aus deinem Sexleben. Zum Beispiel jetzt vor 14 Tagen, 3 Wochen, wo wir es draußen so kalt hatten. Ja. Da hatten wir minus 15 Grad draußen, ich komme aus Hannover. Ja. Und da saßen wir morgens auf dem Balkon. Ihr saßt morgens auf dem Balkon, beim Frühstück? Beim Frühstück, ja klar, morgens auf dem Balkon, ist kein Problem. Wie war es wo? Bedeckt, ne? Also wer ist meine Lebensgefährtin und ich waren bedeckt. Bedeckt, das heißt, ihr wart angezogen und hatte eine Decke? Nein, nicht angezogen. Nackt? Nackt. Aber bedeckt heißt, ihr hattet eine Decke über euch? Nein, sie hatten Bikini angehabt, beziehungsweise Badeanzug. Ja. Und ich habe eine Badehose angehabt. Ach, oder ist das nur ein Slip? Das meinst du mit bedeckt? Das war an einem Morgen bei 15 Grad minus. Wir hatten draußen, exakt minus 15 Grad draußen. Saßt ihr auf... Ich glaube, das müsste im Januar gewesen sein jetzt. Okay, ist auch egal. Saßt ihr auf eurem Balkon? Ja, genau. Und habt wirklich Kaffee getrunken? Und haben gefrühstückt und ihr seid die Leute haben schon geschimpft, oh, wie gibt denn sowas? Da dachte ich mir, naja, okay, was soll's? Ja, und dann? Und da hatte ich zu ihr gesagt, ach, jetzt gehen wir mal ein kleines Nimmerchen schieben. Aber Dieter, du kannst mir doch nicht allen Ernstes erzählen, dass ihr bei 15 Grad minus fast nackt auf dem Balkon sitzt und frühstückt. Doch. Spätestens nach 10 Minuten ist euch doch nur wirklich aller
Spaß vergangen am Essen oder auch an anderen sinnlichen Genüssen oder Gelüsten? Nee, weil uns, wir reden mal andersrum. Ich hatte früher in der Gastronomie gearbeitet. Ja, nee, bleiben wir nochmal bei der Szene mit dem Balkon. Nehmen wir mal an, ihr habt dann da gefrühstückt, wie lange auch immer. Dieses hat euch dann durch die Kälte, hat euch animiert, dann miteinander Sex zu machen? Ja, ja, ja. Wo? Auf dem Balkon bei minus 15 Grad ja. Oder dann drin? Ja. Wie ja? Drinnen oder eher offen? Ich hatte so gesehen Fußpetting gemacht. Fußpetting? Ja. Warte, regte sich da überhaupt bei dir noch was, bei der Kälte? Bei mir hat sich erregt, ja. Ja. Also ist mir sehr, sehr schwer vorzustellen, muss ich dir ehrlich sagen. Wie lange habt ihr denn da draußen gesessen auf dem Balkon? Wie lange saßen wir auf dem Balkon? Also 15 Minuten, 20 Minuten saßen wir auf dem Balkon. Gut. Beim Frühstücken. Und woher kommt das nun, wenn du wirklich so veranlagt sein solltest, dass du Spaß dran hast? Das hatte ich damals früher aus dem Golfclub. Den Club möchte ich jetzt nicht unbedingt nennen, muss ja auch nicht unbedingt sein. Muss nicht sein, und nein. Da hat mich eine Bekannte zugebracht, damals mit der ich eine Affäre hatte, Kältesex zu machen. Mhm. Auf den Trip kam ich erst. Mhm. So, und also fing es an da mit... Da kam sie auf den Trichter, unten im Kühlhaus, in Schwabber gibt es doch, ja, nun habe ich ihn aus Versehen genannt, ist auch egal, da gibt es doch bestimmt ein Kühlhaus. Da habe ich ja okay. Ja. Und dann haben wir die Klamotten reingelegt und sagst du, komm, jetzt geh hoch und hol die Klamotten hoch. Ja, also ihr habt eure Klamotten richtig durchgekühlt in einem Kühlhaus. Ja. Habt die ja, dann angezogen? Da waren ungefähr so, was waren möglich minus 15 Grad waren unbestimmt drin. Ja, so ist es in Kühlhäusern. Dann habt ihr die Klamotten angezogen und diese kalten Klamotten. Die haben wir vorher antauen lassen, dass man sie anziehen konnte, weil sie tiefgefroren gewesen sind. So. Und diese kalten Klamotten auf eurer Haut haben euch dann animiert, erotisch tätig zu werden. Und da hat mich damals meine Ex-Freundin zugebracht. Und da damals hatte ich jetzt zu meiner jetzigen Freundin auch zugebracht. Sag ich, komm, Mensch. Seitdem bist du auf dem Trip Kältesex. Genau. Ich hatte diesen Begriff ja noch gar nicht gehört, Kältesex. Ja. Mhm. War das Krasseste, was du gemacht hast, diese Orgie da auf dem Balkon im Januar? Oder gab es noch irgendwas anderes? Nee, das war jetzt, letztes Jahr war das. Ja, das, oder, nee, dieses Jahr. Ja, das habe ich schon verstanden. Ich fragte nur, ob... Jetzt 2002, ja, dieses Jahr war das, genau, dieses Jahr. Ja, ich fragte, ob du irgendwas anderes dieser Art noch gemacht hast. Ja, durch meine Kündigung in den anderen Gasthäusern, wo ich gearbeitet habe, ne? Ja. Wo mich damals mein Ex-Chef erwischt hat. Ja. Und deshalb bist du gekündigt worden, weil du da im Kühlhaus gesessen hast und mit der Kellnerin rumgefummelt hast. Also, was wir hier... Mit der jetzigen Freundin. Also, jetzt haben wir gelernt, dass es auch den Begriff Kältesex gibt und wir lernen daraus, das heißt Sex in der Kälte. Dieter hat uns etwas erzählt, was fast unglaubwürdig erscheint, aber ich glaub's ihm schon. Es gibt ja alles Mögliche. Danke für deinen Anruf, Dieter. Alles Gute. Wiederhören. Danke, Domian, ne? Ich wünsche dir eine gute Besserung. Danke. Ne? Okay, tschüss. Okay, bis dann. Jo. Ciao. Elora, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Elora. Erstmal schön, dass du wieder halbwegs wohlauf bist. Ja, danke. Und zwar mein Thema ist, ein Kumpel von mir, der hat letztes Jahr eine Fete gegeben und ich habe da meinen Freund kennengelernt. Mhm. Und wir haben uns erstmal schön unterhalten, haben uns irgendwann aufs Zimmer verzogen, haben uns da weiter unterhalten und dann haben wir uns dann halt angefangen zu küssen. Mhm. Ist dann auch ein bisschen heißer geworden und wir haben uns dann obenrum ausgezogen, sag ich jetzt mal. Mhm. Und ja. Aber es war schön warm im Zimmer, es war kein Kältesex. Nein, war kein Kältesex. bevor wir dann weitergegangen sind, da haben wir dann gemerkt, irgendwann Zimmertür war offen. Mhm. Ich wollte die Tür gerade zumachen, da merke ich, da ist eine Kamera. Ach. Und hab erstmal geguckt, mich angezogen und hat sich rausgestellt, dass einer der Gäste uns gefilmt hat. Also da stand jemand mit einer kleinen Kamera und hat euch gefilmt? Im Dunkeln quasi, in der halboffenen Tür? Ja, dunkel war es nicht und die Kamera stand auf einem Hocker drauf, dass wir die gar nicht bemerkt haben. Ach so, die stand extra. Sie wurde nicht gehalten von jemandem.
Nein. Ja. Also die sind erst mit der Kamera durch die Wohnung gelaufen, aber irgendwann stand die auf dem Hocker. Verstehe. So, jetzt hast du die Kamera gesehen. Ja. Da war aber noch nicht viel passiert zwischen euch beiden. Ja, So richtig nicht. Nein, es ist nicht zum Sex gekommen. Aber nur so ein bisschen rumfummeln und knutschen. Ja, und halt oben ohne beide und... Oben ohne. So, jetzt sieht man diese Kamera. Da ist man doch entsetzt wahrscheinlich. Ja, es ist ganz schön dumm in der Situation. Eben. Vor allen Dingen, wenn man den Typen gerade erst kennengelernt hat. Ja. Wie hast du darauf reagiert? Wie, was hast du getan? Ja, also ich... Der Typ, der ist dann gerade angekommen und wollte das Kabel rausziehen. Mhm. Ich habe gedacht, der wollte gerade erst anfangen zu filmen. Da hat sich dann später rausgestellt, dass da schon von Anfang an irgendwie was drauf war. Mhm. Und ich habe dann noch durch den Kumpel erfahren, dass dieser Typ jetzt das Band mitgenommen hat und das auf CD gebrannt hat. Ja gut, aber da ist ja nicht viel zu sehen von euch. Ja, es reicht mir, dass ich oben ohne drauf zu sehen bin. Ach so. Also erstmal ist das ja eine sehr perfide Geschichte. Hat das der Gastgeber gemacht oder wer? Nee, der Gastgeber war es nicht, das war ein Gast. Das war ein Gast. Kanntest du den persönlich? Nein. Nee. Also ich hab, aber hast du denn da nicht einen riesen Aufstand gemacht, nachdem du quasi ihn dann auch erwischt hast mit der Kamera und hast den Gastgeber nicht gebeten, hier da mal für Ordnung zu sorgen? Ja, der Gast, der hat sich relativ schnell verzogen von der Fete. Mit der Kamera? Ohne Kamera. Ja, und hatte die Kamera da in der Hand, hättet ihr das, den Film noch vernichten können? Ich glaube, der Film, der war auch mit. Also da war dann irgendwie erstmal nicht viel zu machen. Mhm. Wie hat denn der Gastgeber sich dazu geäußert? Ja, der hat dann gemeint, das wäre ein ziemlicher Chaot. Mhm, Und also lange Rede, kurzer Sinn, es ist niemand eingeschritten, es hat niemand protestiert. Ne, nein, so war es. Genau, ja. Weil wir wussten nicht, wie viel drauf war. Ja. So, und jetzt ist das Ding auf irgendwie gebrannt, sagst du? Ja. Und wer kann das sehen? Wo kann man sich das angucken? Ja, ich weiß nicht, was er konkret mit gemacht hat. Ich weiß nur, dass der es im Bekanntenkreis dann rumgezeigt hat. Mhm. Also bei seinen Freunden irgendwo. Warst du denn in der Situation Single? Ja. Ja. Ja gut, da ist es doch gar nicht so schlimm. Mein Gott, oben ohne, wenn du am Badestrand liegst, bist du auch oben ohne. Ja gut. Es hätte ja alles noch viel schlimmer kommen können. Hätte, ja. Ich meine, es ist eine linke Nummer, was der da macht. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber es hat sich ja noch in Grenzen gehalten, der Schaden. Ne? Ja, also ich bin irgendwie vor kurzem dann wieder auf dieses Thema zu sprechen gekommen und... Bei wem? Mit meinem Ex-Freund, ich habe mich mit dem unterhalten und ich habe meinen Freund dann nochmal gefragt, wie dieser Typ drauf wäre und mein Freund meinte auch, je mehr Schaden die anderen Leute davon nehmen, desto mehr Spaß hat er und wenn er halt merkt, wie sehr ich mich darüber ärgere, im Nachhinein noch, desto mehr Freude hat er daran. Ja, genau. Deswegen solltest du vielleicht gar nicht darüber erzählen, auch gar nicht hier in aller Öffentlichkeit, sondern wisch es einfach zur Seite und denkst, komm, ab dafür. Ist nochmal gut gegangen. Du wirst ja da auch jetzt nicht rechtlich oder juristisch da großartig was unternehmen können oder wollen. Oh, ich weiß nicht, warum. Na gut, wenn die Möglichkeit besteht und dich das so sehr ärgert, dann tu das. Ansonsten würde ich auch sagen, komm, schwamm drüber, oder? Aber dich ärgert, dich wurmt es, ne? Mich wurmt das, weil der es noch mit Untertiteln versehen hat, mit dem Argument rangegangen ist. Ich kenne die ja nicht. Ja, ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist. Erkundige dich doch mal, ob man da nicht irgendwie Strafanzeige erstatten kann. Ja, mein Freund, der meinte, also er kennt sich ein bisschen mit Urheberrecht aus und meinte, der Kumpel, der hätte dafür sorgen müssen, weil es seine Kamera war, dass der Typ halt erst gar nicht irgendwas hätte mitmachen können. Gut, also ich weiß es auch nicht, ich kann dir juristisch da keinen Rat geben. Verstehe natürlich deine Verärgerung und wenn die Verärgerung noch stärker wird, dann geh halt in irgendeiner Weise vor. Und sei vorsichtig vor Kameras demnächst. Ne? Also ja, da kommt man ja leider nicht drum rum. Ja, stimmt, das ist in der Tat wahr, aber auf so Partys ist es natürlich wirklich ein übles Spiel. Ja, ich habe nur die Befürchtung, dass das irgendwie im Internet irgendwann auftaucht. Also das würde ich wirklich nicht toll finden. Ja, ja. Also wir wollen nicht in eine Suchmaschine Elora eingeben, nicht? Wer weiß, was wir da sehen.
Alles Gute, auf dass es dir nicht wieder passiert, sowas. Okay, danke. Tschüss, Elora. Ciao. Ungewöhnliche Frauennamen, Elora. Jetzt kommt Nicoletta. Ist auch nicht, hört man auch nicht jeden Tag. Nicoletta, guten Tag. Ja, guten Tag. 23 Jahre alt. Ja, genau. Klingt so, wie klingt der Name Nicoletta? Italienisch. Italienisch, ja, Nicoletta. Nicoletta. Aber deutsch, also ich habe nur einen italienischen Vornamen. Ja, ja. Aber Nicoletta klingt schon so richtig so nach Grandezza, ne? Ja, so richtig mit Power. Ja. Nicoletta, um was geht es? Ja, und zwar auch um das Thema angeblicher Mythos vaginaler Orgasmus. Aha. Ja, da möchte ich gerne was zu sagen. Ja. Also die Dame, die gerade mit dir gesprochen hat. Die Dunja. Ja, also ja. Das hat mich ja maßlos aufgeregt, was die Dame gesagt hat. Mhm. Erzähl, warum? Ja, weil sie behauptet, sowas gibt's nicht. Mhm. Und ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass es das doch gibt. Mhm. Nur habe ich halt auch jahrelang geglaubt, ja, wahrscheinlich bin ich die einzige Frau, die sowas nicht haben kann. Und irgendwas stimmt mit mir nicht. Nur jetzt habe ich halt meinen Partner gefunden, mit dem das auch klappt. Mit dem du einen vaginalen Orgasmus hast. Ja. Ich bin da ganz verspannt, darüber zu reden. Weil ich habe wirklich zwei Fronten so in meinem Bekanntenkreis, Bekanntinnenkreis. Mhm. Die einen sagen genau wie du, dass das eine Frage der Entdeckung ist. Und die anderen sagen, das ist völliger Blödsinn, gibt's nicht. Das ist irgendeine Ausgeburt von Feministinnen oder weil ich weiß nicht wer. Ich weiß nicht, oder von ja, Sexualforscherinnen. Ich weiß es nicht. Ja. Sodass ich mir das jetzt einfach von dir mal erzählen lasse. Wie ist das zustande gekommen? Was hat der Partner gemacht? Ja, also er ist halt der Erste gewesen, der auch wirklich richtig auf mich eingegangen ist. Und er ist auch der Erste, mit dem ich über Sex rede. Mhm. Mhm. Also ich war vorher, also man kann sagen, so richtig verklemmt. Mhm. Schon so aufgewachsen und erzogen und Thema Sex. Hast du denn früher mit dir entspannt selbst schönen Sex gehabt? Hast du masturbiert? Nein. Hast du nicht? Nein. Machst du das denn jetzt? Jein. Na, jein gibt's nicht beim... selten. Selten? Selten, sehr selten. Liegt das daran, dass du so tollen Sex mit deinem Freund hast? Oder liegt es irgendwie doch daran, dass du das, ach, dass es dir doch nicht so gefällt und dass du es ablehnst vielleicht gar? Nö, also ich finde eigentlich, also ich bin total glücklich mit ihm. Mhm. Er ist auch der Erste eigentlich, mit dem ich wirklich glücklich bin, weil er auch wirklich auf mich eingeht und mit mir redet. Mhm. Und aber das ist ja doch erstaunlich, wenn du vorher so verklemmt drauf warst, ja, ja, nicht mal masturbiert hast und jetzt mit deinem jetzigen Freund so eine dolle sexuelle Erfahrung machst. Ja, das war eigentlich, es kam auf einmal hoppla hopp kam das so und dann... Habt ihr denn zuerst geredet und dann kam es? Oder habt nein, also das hat schon seine Zeit gebraucht. Bestimmt ein Jahr lang hat das gebraucht. Habt ihr geübt? In unserer Beziehung auch darüber reden gelernt. Achso, aber währenddessen lief so die Technik, das Techniktraining auch schon? Also ich habe halt gelernt, auch zu sagen, was mir gefällt. Mhm. Ja, das ist ja auch sehr wichtig. Was ich vorher auch nicht gemacht habe. Jetzt erklär uns den Unterschied zwischen einem vaginalen Orgasmus nach deiner Erfahrung, wie du es gemacht hast, und dem klitoralen Orgasmus. Ja, den Unterschied ist einfach schöner. Mhm. Es ist einfach viel schöner, weil man spürt den Partner viel mehr. Es ist ein umfassenderes Gefühl. Es ist beides schön. Mhm. Ja, also... ja, es ist natürlich bei diesen... Bei Gefühlen solcher Art sehr schwer, das in Worte zu kleiden eben. Und zu sagen, wie ist das? Und ja, eben. Würdest du denn sagen, ist es intensiver? Ja, schon. Ja, aber das andere ist auch intensiv. Aber es ist ja, halt, eben. Es ist also, da kann man gar nicht entscheiden, was ist intensiver und was weniger. Weil, ist es denn so, dass ihr, wenn ihr miteinander schlaft, du einen vaginalen Orgasmus nein, hast? Nein, immer nicht. Mhm. Immer nicht. Aber schon häufig. Mhm. Ja. Und das hat der Freund zustande gebracht. Ja, und das ist der Erste. Und bei dem bleibe ich auf jeden Fall. Du meinst, ein anderer kann es gar nicht besser machen. Genau. Mhm. Gelingt dir denn, du machst es nicht oft, aber du masturbierst schon ab und zu mal. Ja, selten. Aber ab und zu schon mal. Ja. Ich frage deshalb so genau, weil ich das wissen möchte. Gelingt dir denn mit dir alleine ein vaginaler Orgasmus? Mit dir oder mit kleineren Hilfsmitteln, mit Gegenständen?
eigentlich nicht, nee. Nee. Also ich weiß nicht, ich kann mir an mir selber nicht so gut rumdoktern, mein Freund an mir. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie zwei linke Hände für. Das ist ja schon erstaunlich, dass das so viele Frauen haben und sagen, das ist bei Männern eigentlich nie der Fall. Das wird ein Mann, glaube ich, nie sagen. Ich kann mir selbst den Orgasmus nicht so beibringen wie eine Frau. Das habe ich noch nie jemandem sagen hören. Mhm. Ihr seid schon komplizierte Wesen. Ja, komplizierte, wobei, anspruchsvolle Wesen. Bei ihm ist es mir sehr leicht gefallen, auch darüber reden zu können, weil ich eine mit der ersten Freundinnen war, die er hatte. Ach so. Und also das ist ja schon sehr, sehr angenehm, weil du warst ja irgendwie auch noch so ein bisschen unbedarft und er dann auch. Ja, genau. Und dann konnte man so richtig toll entdecken. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt an einer zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre. Ist die Entwicklung in der Sexualität so, dass da noch ständig neue Dinge passieren? Ja, schon. Also man entdeckt immer wieder was Neues. Wer weiß, wo das hinführt, Nicoletta. Ja. Also wir sind immer am Suchen. Ja, ja. Also du hast deinen Mann fürs Leben gefunden, der dir den optimalen vaginalen Orgasmus bereitet. Und deswegen wollte ich jetzt auch nochmal was sagen. Und zwar... die anderen Frauen, Jungfrauen, die jetzt noch zuhören, wollte ich noch ein bisschen Mut machen und sagen, hört nicht auf so einen Quatsch, sowas gibt's nicht. Ich hab's erlebt und ich erlebe es immer noch. So, jetzt haben wir, glaube ich, eine Lawine losgetreten. Jetzt werden sich die Fraktionen sicher melden bei uns, die sagen ja, natürlich und völliger Blödsinn, nein. Ja, da bin ich mal neugierig drauf. Ja, ich auch. In diesem Sinne, Nicoletta. Alles Gute und viel Spaß beim Sex weiter mit deinem tollen Freund. Okay, super. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Gloria. Heute sind nur tolle Frauennamen hier. Nicoletta, Elora, Gloria. 21, guten Tag. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, hallo, guten Morgen. Lass dich bitte nicht durch meine Stimme irgendwie irritieren. Ich bin erkältet und heiser. Ja, gut, da passen wir beide ja gut zusammen heute. Ja, aber wirklich. Ja, also mein Thema ist Tod im Urlaub, das Thema von letzter Woche. Und also es ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte, die ich zu berichten habe. Und zwar ist es so, also mein Vater ist Grieche und wir kommen aus einer großen Hafenstadt in Griechenland. Und wir waren also vor 2 Jahren, wie jedes Jahr im Sommer, also unten im Urlaub. Und saßen also eines Tages in so einem Straßencafé direkt an der Straße am Hafen. Und da sind also auch sehr viele Büros, wo Jugendliche jobben. Und wir haben also folgende Szene beobachten können. Und zwar war es so, dass auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine junge Frau stand, vielleicht so 20, 24 höchstens, mit Akten in der Hand, die aus so einem Büro rauskam. Ja, und es ist ja so, am Hafen ist ja sehr viel Betrieb, also Import und Export, große Laster fahren da eben auch. Und sie wollte also die Straße überqueren in Richtung dieses offenen Cafés, wo wir drin saßen. Und in dem Moment sehen wir also, wie ein riesiger Laster auf sie zufährt. Und es rufen noch Leute links und rechts, also auf Griechisch, Vorsicht und Stopp. Aber sie hat das also überhaupt nicht gesehen, hat da in ihren Papieren irgendwie geblättert und ist los. Und es war also ein Aufprall. Und man hat auch also keinen Schrei oder sowas, war einfach nur so ein dumpfer Knall. Und die sind also voll, der Laster und das Mädchen eben zusammengestoßen. Und ja, meine Cousine war auch noch dabei. Also wir haben vor Schreck eigentlich eher weggeguckt. Es ist dann so eine Art Panik ausgebrochen. Der Laster ist über diese Frau drüber gefahren? Ja, also er hat sie nicht richtig überrollt. Es war mehr so ein Rammen quasi. Er hat sie angestoßen und es war dann so, mein Vater war auch dabei. Der hat da noch hingeguckt. Wir haben also, wie gesagt, weggeguckt. Und es muss also wirklich so gewesen sein, dass jetzt, um es mal ganz krass zu sagen, das Gehirn dieses Mädchens wirklich über die Straße gespritzt ist. Und eine ältere Dame neben uns hat also noch einen Schwächeanfall erlitten. Meine Cousine und ich sind dann auch relativ schnell von dieser Szenerie weg. Mein Vater hat dann noch versucht, irgendwie zu helfen, hat dann diese ältere Dame versucht zu betreuen. Wobei und bei dem Opfer war ja nichts mehr zu helfen. Nee, war nicht mehr zu machen. Natürlich. Das mit dem Gehirn, dass das Gehirn so weit rausgeplatzt ist, das hat dein Vater dir irgendwann hinterher erzählt. Genau. Du hast es in dem Moment nicht gesehen. Ich habe dann weggeguckt. Ich habe also quasi noch gesehen, wie dieses, ich habe den Aufprall gesehen. Und ich habe gesehen, wie also diese Blätter flogen quasi, die in der Hand hielt. Aber das heißt ja, dass diese Frau, diese junge Frau, absolut nicht gelitten hat, ne? Dass sie sofort tot war. Ja, das haben wir uns dann später als Trost also auch gesagt, dass es wenigstens schnell gegangen ist.
und dass sie dann nicht mehr irgendwie noch ins Krankenhaus reanimiert oder so. Es war einfach, also es ging wahrscheinlich sehr schnell. Ah, ich stelle mir das so hart vor, für die Leute, die dann wirklich vielleicht noch näher als ihr dran wart. Und das die, war das, ganz die das gesehen, also allein dieser Anblick, wenn so ein aufgespaltener Schädel da liegt und das Gehirn rausgeflossen ist. Ich weiß auch nicht, wer das dann später beseitigt haben soll. Das oder machen wahrscheinlich die Sanitäter, die Rettungshelfer. Ne? Wahrscheinlich. Also es war wirklich ein Horrorszenario. Also es war ganz furchtbar. Ja, da war euer Urlaub erstmal also sehr beschattet. Es war wirklich ganz makaber. Es waren wirklich in 40 Grad im Schatten, ein sonniger Tag und wir waren bester Laune und saßen eben in diesem Café und dann das. Und dann noch eben so ein junges Mädchen. Aber es kommt noch schlimmer, denn die Sache hatte noch ein Nachspiel. Und zwar ist es so, dass mein Onkel beim Zoll arbeitet und der hat also dann noch erfahren, dass eine Verhandlung stattgefunden hat, wo eben der Fahrer eben vorgeladen war und wo eben darüber dann verhandelt wurde, inwieweit ihn jetzt Schuld trifft. Und es wurde also festgestellt gerichtlich, dass ihn keine Schuld trifft, dass einfach dieses Mädchen also unbedacht auf die Straße gelaufen ist und er also auch nicht mehr bremsen konnte. Und aber das hat also einen Freispruch bewirkt für ihn. Aber es war dann leider so, dass er sich also 2 Wochen später, wie wir erfahren haben, umgebracht hat. Ja. Weil er es nicht hat verkraften können, dass also, ihm das passiert ist. Genau. Und ich meine, wir leben zwar da in einer großen Stadt im Urlaub, aber das ist also so, dass wirklich, man erfährt alles sehr schnell dort. Was ist denn das für eine Stadt? Wir kennen alle Griechenland ja auch ganz gut. Die Stadt heißt Igoumenitsa und ist, Epiros ist die Region, Festland, ist in der Nähe der Insel Korfu, vielleicht von Athen 8 Stunden so entfernt. Ja, ja, ja. Und es ist also eine sehr belebte Stadt, wo eben sehr viel Verkehr von Schiffen auch ist. Und da erfährt man eben alles sehr schnell und das war eben also wirklich, war also ganz schön. Wie lange wart ihr dann danach noch im Urlaub? Wir waren noch 4 Wochen dann da. Also habt ihr die ganze Zeit wahrscheinlich irgendwie so im Kopf gehabt, diese Geschehnisse? Ja, das war auch ein Gesprächsthema in der Stadt mehrere Wochen hinweg, wegen dem Prozess auch. Und dann auch noch, dass der Mann sich dann umgebracht hat. Genau, also es war wirklich eine ganz erschütternde Sache. Und also ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Also Das sind halt so die Sachen, die leider Gottes immer und immer wieder und überall passieren. Da hat man keinen Einfluss drauf. Absolut nicht, nein. Aber es gibt eben zu denken insofern, dass man eben sagt, so ein junges Leben, was eben von einer auf die andere Minute ausgelöscht wird, dass man vielleicht sich selbst, und deshalb rufe ich auch an, darauf aufmerksam macht, dass man im Leben ein bisschen das Leben zu schätzen weiß und sich ein bisschen bewusst macht, wie klein der Mensch ist und wie vergänglich man ist. Und dass man eben... Wird einem immer sehr klar, wenn man mit so etwas konfrontiert wird. Genau, finde. Viel zu also, selten wird das dann klar. Das war noch ein Nachklapp zu unserem Thema Tod im Urlaub. Danke für deinen Anruf, Gloria. Bitteschön, und alles Gute. Und viele Grüße an dein Team. Dankeschön. Tschüss. Wiedersehen. 1.33 Uhr und 14 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Nur 34 und 10 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht, das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gern mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist Sven und Sven ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Sven, was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass mein Kind gestorben ist. Also, es war noch nicht sehr alt. Wann ist es gestorben? Ungefähr vor 2 Monaten. Vor 2 Monaten? Ja. Wie alt war es? 1 Monat. An was ist es gestorben, Sven? Erst war es eine Lungenentzündung und am Schluss war es dann Lungenembolie.
erzähl mal den Krankheitsverlauf. Als es auf die Welt gekommen ist, war es da gesund oder war es auch eine schwierige Geburt und war es sehr angeschlagen nach der Geburt? Also so viel ich weiß, war es nach der Geburt gesund. Mhm. Wieso sagst du so viel ich weiß? Weil es eine Fernbeziehung war. Also ich wusste bis zum 8. Monat nicht, dass sie schwanger ist. Ach so. Weil wir uns getrennt hatten. Mhm. Also es war eine Fernbeziehung und ihr wart auch schon getrennt? Wir waren getrennt zu dem Zeitpunkt für das Kind, ja. Mhm. Also ich wusste bis zum 8. Monat überhaupt nichts von der Schwangerschaft. Mhm. Und ja, ich habe es dann im 8. Monat von ihr erfahren, dass ich Vater bin. Ja. Und hast du dann von der Geburt auch sofort erfahren oder auch erst sehr später, als das Kind auf der Welt war? Nee, von der Geburt habe ich dann an sich gleich erfahren, ja. Aber du warst nicht bei der Geburt dabei? Nee, ich wohne 800, 900 Kilometer von ihr entfernt. Ach so. Und war nicht dabei. Hast du denn dein Kind in diesem einen Monat seines Lebens mal einmal gesehen? Zweimal. Zweimal habe ich gesehen. Also du meinst, nach deinem Wissensstand war es gesund, als es auf die Welt kam? Es war gesund, ja. Und dann, wie hat sich alles entwickelt? Es ging, kurz nachdem sie aus dem Krankenhaus gekommen ist, ist sie zu mir gefahren. Also es sind so 800, 900 Kilometer mit dem Kind. Und dann ist sie zurückgefahren. Wie, sie ist direkt, nachdem sie aus dem Krankenhaus kam, mit dem kleinen Kind so weit gefahren? Mit der Bahn, mit dem Auto? Mit dem Auto. Mit dem Auto? Und sie ist selbst gefahren? Ja. Warum? Ich denke mal, weil sie mich zurückbekommen wollte. Ich weiß es nicht. Ja, und... Wie lange ist sie dann da geblieben bei dir? Bei mir war sie zwei, drei Tage, ja. Wann ist das Kind krank geworden? Das Kind ist einen Tag, nachdem sie wieder zurückgekommen ist. So von mir zurückgefahren ist, einen Tag danach mit den Lungenentzündung gehabt. Ja. Gibst du irgendwie deiner Ex-Freundin die Schuld daran, dass das Kind erkrankt ist? Weil es vielleicht zu anstrengend für das Kind war, so eine weite Tour hin und nach ein paar Tagen schon wieder zurückzufahren? Ja. Auf jeden Fall. Ich bin auch ganz, ganz erstaunt. Ich habe keine Ahnung von Neugeborenen, aber es würde mir meinen Menschenverstand sagen, dass ein frisch geborenes nicht 900 Kilometer durch die Welt kutschiert werden sollte und dann zwei Tage wieder zurück im Auto. Ja, normalerweise schon, ja. Also mir geht es ja genauso. So, dann ist der, war es ein Mädchen oder war es ein Junge? Ein Junge. Dann ist der Kleine erkrankt danach und sehr, sehr schlimm erkrankt. Ja. Hast du da mit deiner Freundin, Ex-Freundin drüber telefoniert? Hat sie dir das genau erzählt alles? Nee, eigentlich nicht, also. Wann hast du denn davon erfahren, dass es ernst ist? Ja, an dem Tag habe ich es erfahren. Und dann haben wir uns halt auch gestritten deswegen, weil... An welchem Tag hast du es erfahren? An dem Tag, an dem er gestorben ist. Ach, du hast es erst erfahren, als er gestorben ist? Ja. Das heißt also, während dieser Wochen, es waren ja immerhin dann noch knapp 4 Wochen oder 3 Wochen zumindest, wo er erkrankt war, hast du gar nichts gewusst davon? Nee. Dann hat sie dich irgendwann angerufen und hat gesagt, der Kleine ist verstorben? Genau. So war's, ja. Und habt ihr denn nicht in den 3 Wochen davor mal telefoniert miteinander? Ja, zwischendrin. Also sie haben mir schon gesagt, dass er eine Lungenentzündung hat. Also ach so. Das wusste ich schon, ja. Aber es war dann letzten Endes auch so, dass sie dann letzten Endes das Krankenhaus auf eigene Verantwortung verlassen hat mit dem Kind. Und das dann sozusagen, also das Kind hätte überleben können dadurch, aber sie hat dann halt auf eigene Verantwortung das Krankenhaus verlassen. Also als er schon erkrankt war, ist er wieder ins Krankenhaus gekommen und sie hat ihn dann auf eigene Verantwortung herausgenommen. Warum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was ist denn das für eine Frau? Was macht die für seltsame Sachen? Ich
weiß es nicht. Also, aber du musst doch irgendeine Ahnung, du musst doch irgendeine Ahnung haben, was dahinter steckt. Das gibt's doch gar nicht. Ja, sie vielleicht wollte sie mich zurückbekommen, also das war. Gut, das ist jetzt somit ist diese erste Aktion erklärt. Aber wieso nimmt sie, wenn das Kind, so ein kleines Kind, so schwer krank ist, das Kind auf eigene Verantwortung aus dem Krankenhaus heraus? Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Kind dann nicht mehr gesehen. Sie hat das Kind dann zu sich nach Hause. Das Kind dann auch verstorben. Du hast gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, dass du den Kleinen zweimal gesehen hast. Mhm. Das erste Mal, als sie dich dann besucht hat, nach der Geburt. Ja. Und wann das zweite Mal? Das zweite Mal war ich dann bei ihr. Das war, als das Kind im Krankenhaus war. Achso, dann gab es also doch einen Kontakt, weil du vorhin so gesagt hast, du hättest das gar nicht so mitbekommen. Ja, so schlimm war es dann auch nicht. Also es war dann so, dass die Ärzte gesagt haben, das Kind ist über den Berg und dann bin ich wieder zurückgefahren und dann kam die ganze Sache dann, dass sie das Kind auf Eigenverantwortung rausgenommen hat. Mhm. Warst du auf der Beerdigung deines Sohnes? Nee. Warum nicht? Weil ich mit der Mutter Streit hatte und dass die ganzen Verwandten von der Familie waren, also die ganze Familie von ihr und ja. Sie hat dann auch. Sag mal Sven, wie geht es dir damit? Das ist ja eine sehr merkwürdige Geschichte, die du mir da gerade erzählt hast. Mhm. Und jetzt ist das Kind, dein Kind, gestorben. Mhm. Wie gehst du damit um? Wie geht es dir? Ja, also nicht so gut. Davon gehe ich aus. Dass du natürlich um deinen Sohn trauerst, ist mir auch klar. Aber mischen sich da nicht auch Wut und Zorn mit rein gegenüber deiner Ex? Ja, also ich würde sie nicht gern wiedersehen, nee, sagen wir es so. Also, machst du ihr wirklich die Vorwürfe, dass du sagst, hier, du hast im Prinzip unser Kind auf dem Gewissen? Ja. Weil es einfach so ist, die Aktion gewesen, dass sie 900 Kilometer mit einem Neugeborenen gefahren ist. Damit war, davon wusste ich überhaupt nichts vorher, dass sie zu mir kommt und dann war es die Aktion, dass sie das Kind noch aus dem Krankenhaus geholt hat. Mhm. Eben, ja. Und ich denke, wenn sie diese ganzen Sachen nicht gemacht hätte, wäre das Kind noch am Leben. Mhm. Und mache ich ihr auf jeden Fall die Vorwürfe. Hast du ihr das so gesagt, auch schon gegenüber? Nee, ich habe keinen Kontakt mehr mit ihr. Also auch nichts geschrieben oder so, also nichts formuliert. Wir haben überhaupt keinen Kontakt mehr. Mhm. Das heißt, du willst diesen Kontakt auch nicht haben? Sie probiert zwar ab und zu nochmal anzurufen, aber ich gehe nicht ran. Du bist sehr, sehr traurig und sehr enttäuscht. Ja, auf jeden Fall. Hattest du dich denn, obwohl ihr schon getrennt wart voneinander, hattest du dich denn dennoch dann gefreut, als du gehört hast, ich werde Vater? Ja. Ja. Also damals war es ja eine Trennung wegen der Entfernung. Mhm. Und als ich dann, ich meine, ich habe mich schon geärgert, weil ich es halt erst nach 8 Monaten erfahren habe. Und sie wusste es schon viel früher, dass sie mir später sagt. Mhm. Weil letzten Endes habe ich mich aufs Kind gefreut. Mhm. Sehr traurige Geschichte. Und da kann man gar nichts mehr machen. Es ist alles jetzt so passiert, wie es passiert ist. Mhm. Sehr traurig. Ja. Es tut mir sehr leid für dich, Sven, sehr leid. Danke. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Sven. Schönen Abend. Thomas. Ja. Hm. Mein Thema ist Tod bei Tieren. Und zwar geht es mir darum, wir haben 4 Pferde und... Du bist 19, ne? Ich bin 19, ja. Vier Pferde habt ihr. Genau. Hast du zufällig neben den 4 Pferden auch noch dein Radio oder Fernseher eingeschaltet, den Ton? Nee, ich habe alles ausgemacht. Weil ich höre mich ständig doppelt, egal. Nee, aus. Liegt da ein anderer Wurm in der Leitung. Also ihr habt 4 Pferde. Genau. Das heißt, du lebst auf einem Bauernhof oder so? Ja, auch aus Gummersbach. Aus Gummersbach auf einem Bauernhof? Ja, ich habe gehört, du kommst da auch her. So ist es ja, genau. Ja. Und mir stellt sich die Frage, was passiert nach dem Ableben mit meinen Pferden? Weil ich weiß, dass... Nach deinem Ableben mit den Pferden oder was passiert mit den Pferden nach ihrem Ableben? Genau, mit den Pferden. Ach so.
Und ich habe gehört, dass so die Pferde, die kommen ja nun mal in die Seifen, also werden zu Kosmetika verarbeitet, Seifen und so. Und ja, ich würde halt gerne mein Pferd beerdigen, auf unserem eigenen Grund und Boden. Und das ist halt nicht erlaubt in Deutschland. In anderen Ländern, ich glaube in Holland und so, ist das erlaubt. Und hier darf man halt, glaube ich, nur Hunde, Katzen, Meerschweinchen und sowas. Also kleine, ja. Kleine Tiere. Genau. Es gibt auch Tierfriedhöfe, aber da sind die Preise sehr teuer für Pferdebestattungen. Kann man sogar Pferde auf Tierfriedhöfen beerdigen? Das geht, ja? Man kann es, aber die machen das nicht, weil es halt so viel Platz wegnimmt. Eben, wollte ich gerade sagen. Und es gibt mit Sicherheit keinen Tierfriedhof in Gummersbach. Nee. Bestimmt nicht, nein. Nein, aber ich meine, du bist jetzt mit deinen zarten 19 Jahren und die sind die Tiere denn schon irgendwie sehr alt oder sind die alle noch gut kräftig dabei? Also das Pferd, was ich reite, die Mona, die ist jetzt 23. Ist das alt für ein Pferd? Ja, also die werden so 30, 40. Und ja, sie ist noch sehr fit, aber man hört das so im Bekanntenkreis, mein Pferd ist gestorben. Und ich meine, dann sind die auch sehr traurig, dass sie sich vorstellen, sie waschen sich in einem Monat die Hände, auf gut Deutsch gesagt, und dann waschen sie sich mit den Knochen. Mit Mona die Knochen. Ja, genau. Die Hände. Mit Monas Knochen die Hände. Ja, das ist schon sehr traurig. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht, dass man das Seife macht. Man kocht die Knochen auf und. Ich weiß es auch nicht. Ist mir auch nicht so sympathisch, die Vorstellung. Ja, also ich habe nun kein Pferd. Aber ich kann mir vorstellen, da ich Pferde auch sehr, sehr schöne Tiere und ästhetische Tiere finde, dass man da eine sehr tiefe Beziehung zu aufbauen kann. Ja. Und dass ein Pferd ein treuer Begleiter des Lebens oder ein Teil des Lebens sein kann. Und wenn so ein Tier dann verstirbt und die Vorstellung, das kommt jetzt in irgendeine Tierkörperbeseitigungsanstalt oder man macht das...